Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß, und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig sie ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, ein Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Meine Güte, Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Schlechte Karten, Krokodile, Drogenpakete und damit herzlich willkommen zurück bei Battlefield Hardline. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir müssen jetzt zum Päckchen. Das haben die hier hinten abgeworfen, gell? War das hier? Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen die Köpfe eingeschossen. Ja, ich erinnere mich. Warte mal. Irres Zeug. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Da unten auf dem kleinen Kärtle ist ein Radar. Das klingt vielleicht kitschig. Da ist ein Häuschen. Sie hat geschafft und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mamas. Oh, Krokodil. Hallo, Mr. Alligator. Aber warte mal, die haben das Päckchen da drüben abgeworfen. Das kann doch gar nicht so weit weg von uns gewesen sein. Aber es sieht traumhaft schön aus, gell?
lass mal sehen. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Huch. Ach ne, wir können da drauf rumfahren. Das ist ja geil. Machen wir weiter. Da hinten glitzert was. Achso, das war bloß ein Grafikfehler. Okay. Alles klar. Nur Sarah mal. Guck dir das an. Voll krass. Ist das wirklich so krass in, mit den Alligatoren? In Miami? In den Sümpfen da? Das, weil ich war noch nie in den Staaten drüben. Das wäre auf jeden Fall noch ein Traum von mir, da mal hinzufliegen. So, ich mache glaube ich irgendwas falsch. Wir haben doch gesehen, wo dieses Paket abgeworfen worden ist. Aber da unten auf dem kleinen Radar ist ein... ist irgend so ein Symbol. Huch, Entschuldigung. Wir fahren da jetzt einfach mal hin. Zeig mal die Karte. Also, das, ach, alles klar. Da ist ein Päckchen. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich habe wieder ein Signal. Alles klar. Du hast wieder ein Signal? Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich würde damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Also sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Also müssen wir das da einfach verfolgen. Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Oh. Mexiko ist zu heiß geworden. Ist das ein Flugzeug? Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast. Sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Ja, cool. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Was ist da? Spannender so. Ah, ist ein Vogel, okay. Reifen. Hey, komm, hier hinten waren wir doch. Da war das Päckchen nicht zu sehen. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Das ist das hier. Der dreckige Teil der Polizeiarbeit. Du hast es kapiert. Also muss man hier rüber. Was mich wundert, so viele Drogenpakete im Wasser, dass die noch nicht abgeholt worden sind. Da könnte es jetzt interessant werden. Das ist eine kleine Hütte oder sowas ähnliches. Ja. Mit dem Airboot anlegen. Halte an den Dock an, um das Airboot zu verlassen. Okay. Dockbereiche erkennst du an Fahnsymbolen. Okay. Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Naja, das würde ich jetzt mal nicht behaupten. Da ist noch ein Paket. Da ist noch ein Paket. Beweismittel. Gibt es hier anscheinend zwei? Beim Fallschirm hat sie gesagt. Hier faucht was? Naja, das ist doch... Mal Alligator.
Alter. Ah, ah, ah. Weh. Weh. Boah, ich dachte gerade, der hat uns den Kopf angerissen. Oh, Gottes Willen. Ich hab's doch gewusst. Alles gut? Ja? Dann sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Die haben mehr Angst vor uns, ha? Noch einen Zaun überwinden? Ist aber so klar, dass deins kommt und mich erschreckt mich trotzdem. Ja, ah, Moskito. Ich hoffe, wir sind geimpft. Gegen hoch auf die Plattform. Moskitos. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Hier. Erhalten. Mit dem Kletterhaken kannst du höhere gelegene Orte erreichen. Schieße den Kletterhaken auf einen markierten Vorsprung, um ein Kletterseil zu erzeugen. Noch nicht. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Okay. Kurz mal checken. Das sind alte Aussichtsplattformen. Mit Uris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Ah, das ist ein cooles Detail. Gegenseitige Rücksichtsnahme. Ich habe eine Seilrutsche. Was du nicht alles dabei hast, das ist ja Wahnsinn. Mit der Seilrutsche kannst du schnell an tiefer gelegene Orte gelangen, ziele und schieße auf einen Ladebereich, um eine Seilrutsche zu erzeugen. Du bist vorbereitet. Ziel auf die Bretter ist ein guter Anker. Volltreffer. Okay. Komm hier nach. Hoppala. Hier ist irgendwo ein Beweis. Ist was auf dem Scanner? Oh ja. Kai, da kommt Besuch. Sicher das Team zum Einsammeln. Vorsicht. Entdeckung, warte. Komme ich hier in das Gebäude rein? Hier muss irgendwo ein Beweis sein. Ach, da vorne. 1, 2, da sind sie. Ich gehe an der Seite runter. Dann nehme langsam mal die Pistole in die Hand. Von denen gelöst. Warte. Ich brauche den hier noch. So, ganz ruhig. Ja, kein Problem. So, du bleibst da liegen und wirst ein Krokodilsfutter. So. Jetzt den anderen. Na, die haben auch so ein Airboot. Da gehe ich gleich rein. Blecheisen einsetzen, das macht zu viel Krach. Ja, ich weiß, ich will nur schnell den Typen da haben.
denn? So, das läuft gut. Ja. Das Paket ist wohl nicht weich gelandet. So, Beweis ansehen. Das kennen wir. Dann haben wir hier Objekt registriert. Fütterungszeit. Spurenanalyse. Kokainhydrochlorid. Ebenfalls gefunden. Baumwolle. Styropor. Glas. Das war wohl ein Fehlschuss. Ziemlich teurer Fehlschuss. So, dann haben wir hier noch ein Objekt. Dienstaufsicht. Fall geöffnet. Da, Dienstaufsicht. Zu Stoddard oder Stoddard gibt es genug Hinweise, um die Dienstaufsicht auf ihn aufmerksam zu machen, aber nichts Handfestes. Untersuche seine Verbindung zum Drogenhandel. Objekt registriert, Spurenanalyse, Tatrazin. Tatrazin wird üblicherweise als gelbe Lebensmittelfarbe verwendet und ist völlig harmlos. Es gibt überhaupt keinen Grund, es hier draußen auszukippen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, dann in dem Gebäude war noch was, genau. Da ist eine Waffenkiste, aber hier... Ah. Funk untersuchen. Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Okay. Okay, dann ist das hier die Waffenkiste. Mal kurz ausrüsten, mal kurz gucken. Sekundärwaffe. Oh. Schrotflinte. Oh. Kontrolle. Die machen auch nicht so viel Schaden, gell? Ich nehme die... Diese welche? Und die tausche ich aus durch einen Revolver. Der war gar nicht mal so schlecht. Ah, da kann ich sogar die Optik ändern. Guck dir das an. Kein Zubehör. Optik. Nimm mal den. Ja, jetzt wird es auch ein bisschen interessant. Hier gibt es ja noch verschiedene Aufsätze. Das ist ja cool. Schalldämpfer wäre interessant. Ich mag Schalldämpfer bei solchen Spielen einfach. Obwohl das meistens nichts mehr bringt. So. Oh, da, jawohl. Und da habe ich jetzt die MP. So. Scanner Entfernungsanzeige. Links oben im Scanner werden deine aktuellen Position, die Anzahl der Beweismittel im Bereich und deine Entfernung zum nächsten Beweismittel angezeigt. Lass doch mal kurz checken. Wir haben 2 von 2 Entfernung, gibt's keine. Sehr gut. Das hätte man vorhin gebraucht in dem Hotel. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter, als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Ah, wir halten aber trotzdem mal hier an. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die Spiele kann ich.
Okay, hier sollten anscheinend auch nochmal zwei Beweise sein. Da oben liegt auf jeden Fall eine Knarre. Das ist die Seilrutsche, da könnte ich dann da oben gebrauchen. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz ins Boot gehen, da war noch eine Waffenkiste. Ausrüsten, jetzt pass auf. Die brauche ich ja nicht. Kletterhaken. So, jetzt sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Lass mal kurz hochgehen. Ah ja, guck an. Hä? Ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Geh nochmal hoch. Kann ich das nochmal abbauen? Ach, ich hätte auf die oberen zielen müssen, ne? Scheiße. Ach, lass gut sein. Das habe ich verbockt. Nein, bitte nicht. Komm, wir fahren weiter. Fahren wir mal hier weiter. Richtung Lupe. Na, 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 na. Wird man nicht so aggro. Ist einfach nur Müll. Oh. Das ist eine kleine Festung, ne? Die hätten uns schon alle hören müssen, wenn hier jemand ist. Von dem Wasserturm aus müssten wir was sehen. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Ja, ja, ich sehe es schon. Hier sind welche. Scanne mal nach Alarmanlagen. Alarmanlagen und Verstärkung. Alarmanlagen rufen Verstärkung herbei. Deaktiviere die Alarmanlage oder zerstöre alle Lautsprecher, um Verstärkung zu verhindern. Da ist der Knopf. Wir können leise sein oder laut. Mach einfach. Okay. Es sind eine Menge Typen. Hast du einen Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Leise, das glaube ich eher weniger. Was hast du darum liegen? So. Wie kann ich jetzt die Alarmanlage ausschalten? So, nochmal kurz runter. Oh, fuck, 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 fuck. Das ist eine Brandgranate. Okay. Was haben die denn hier bewacht?
Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. So. So, hier wäre das erste. Beweis. So, hier haben wir Objekt registriert, Spurenanalyse und 2,5 Diamond Toluol. An der Unterseite des Bootes wurden Spuren von Tarazin und 2,5 Diamono Toluol gefunden. Beide Stoffe werden in verschiedenen Farbstoffen verwendet und von diesem Boot wurde diese Farbstoffe ins Wasser gekippt. Nels hat alles für ein paar gestellte Fotos vorbereitet. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Du hast recht. Das Boot befand sich in Wasser mit Chemikalien. Nick, sieh dir das mal an. Was denn? Was denn? Was denn? Wo bist du denn? Sieht aus wie echte Wissenschaft, nicht wie Drogenwissenschaft. So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. So, mal kurz scannen. Eins von vier Beweismittel. Was ist in dem Umschlag? Welcher Umschlag? Hier muss es noch irgendwas geben. Was von Interesse sein könnte, der... Ah, hier. So, da haben wir den Manila-Umschlag. Mit diesen Urkunden erhält der auf der Cayman-Inseln ansässige Wafel Iron Trust ein paar große, wertlose und angeblich giftverseuchte Everglades-Sümpfe. Nels scheint ein großer Fan von Waffen zu sein. Grundstücke auf. Remy Nels, Herr der Sümpfe. Okay, zwei. So, wir haben doch hier. Warte, Fernung wieder größer. Wieder größer. Wird weniger. Ah, hier ein Zettel. Beweis ansehen. Mit Messer befestigter Zettel. Nels hat den Journalisten Austin Springer bestochen, damit er berichtet, dieses Land hier sei mit Gift belastet. Eine gute Art, eine Geschichte zu verbreiten, die komplett erlogen ist. Aber jetzt will der Kerl mehr Geld sehen. Sozusagen Journalismus gegen Bares. Er hat eine Umweltkrise in die Welt gesetzt, die es gar nicht gab. Transcript. Ich war gestern am Busbahnhof. Mein Schließfach war leer. Du weißt, dass ich dir sehr schaden kann, auch ohne einen einzigen Schuss. Gezahlt wird. Jeden Monat. Nels. So war es abgemacht. Ah, Springer. Diesem Springer schuldet Nels auch Geld. Nels hat also noch mehr Feinde. Gut zu wissen. So, nächste. 20 Meter entfernt. Halt, ich entferne mich, ich entferne mich. Wir müssen das woanders nachsehen. Okay. Ja, ich bin schon dabei. Da. Beweis ansehen. Wasseranalysegerät. Vor 2010 entnommene Proben deuten auf sinkende Giftwerte hin. Seit 2010 entnommene Proben weisen Giftwerte unterhalb der Grenzwerte auf. Es gab also eine Art chemischen Unfall. Oder Chemieunfall. Aber seit mehr als einem Jahr liegt er hier keine Gefahr mehr vor. Hier gab es Tests. Vor kurzem erst. Ist ziemlich harmlos. Grundstückskorruption in Florida. Sowas.
Also alle vier Beweise. Das war gerade unsere Partnerin. Ja, das ist unsere Partnerin. Okay. Wenn ich an die Waffenkiste gehe und wieder verlasse, habe ich aufgefüllt? Ja, es füllt es wieder auf. Und mit E. So, jetzt sind wir noch zum zweiten Objekt fahren. Das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent, wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. Hier waren wir schon. Oh, ich krieg Gänsehaut nur, weil diese Krokodile knurren, gell? Sehr, sehr krass. Davon da hinten waren wir, glaube ich, schon. Wir müssen jetzt hier rüber. Oder waren wir da? Ich weiß es gar nicht. Nee, da waren wir nicht. Nehmen wir mit. Die Anlegestelle. Sehen wir uns das mal an. Ich hänge, da vor der nichts ist. Okay. Oh. Was sehe ich denn da? Ah, Gott, ich... Ein Beweis. 21, nee, 200. Dingenskirchen weg. Das wird da hinten sein. Ach du. Oh. Das ist doch unser Kumpel. Das könnte da drüben sein. Ein bisschen bitter. Das ist echt eine Fütterungszeit hier. Und hier mit dem Dixie. Auch nicht gerade die schönste Art. Vor allem hier in der prallen Sonne. Wieso kann ich nicht aufs Boot? Wieder zu Nels. Ich gebe das durch. Scheiße. Hier tut sich auch nichts. Wir müssen weiter. Er bleibt hier. Ah, das Netz kann gestört sein, weil wir so nah an den Masten sind vielleicht. Aber ich hatte recht, das war unser Kumpel. Hat Dorst dir gesagt, warum er Leo gehen ließ? Dawes konnte ihn nicht aufhalten. Er hatte ja eigentlich nichts Illegales gemacht. Alligator. Ups. Alter. So, jetzt fahren wir noch darüber. Hey, Kai. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Das mit dir und Tyson. Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Okay, zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du ein Cop bist?
als ich rausfand, dass er ein Kokainwalker war. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein... Gleich geht's weiter mit der Story von ihr. Diamantolool ist ein oftmals in Textilien oder Leder verwendeter Farbstoff. Es ist definitiv kein Schädlingsbekämpfungsmittel und giftig ist es auch nicht. Warum wurde es also hierher gebracht? Kleidungsfarbstoff. Wie kommt der denn hierher? Wenn Nels keine Kleidung herstellt, habe ich keine Ahnung. Ein gutes Herz. Was lagern die in diesen Fässern? Okay, weiter geht's. So, und jetzt weiter Richtung Lupe auf der kleinen Minimap. Links unten. Ich fahre links lang. Vielleicht kommen wir da irgendwo durch. Ja, da kommen wir durch. Hier wäre auch noch was. Ah, das sieht jetzt nicht so wichtig aus. Ups. Aber das hier. Schon eher. So. Ja, es wird langsam dunkel. Wir sollten uns beeilen. Hinweise untersuchen. Einsatzziel abgeschlossen. Experte. Alligatorenfarm. Untersuchen. Ach du Schande. So, es sind wieder nur 5 Hansel. Ne, 6 insgesamt. 2 Gruppen. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Oh, die müssten mich sehen. Die müssten mich eigentlich sehen. Warte mal, es schießt rein, oder? Ah ne, da faucht da hinten nur. Oh, fuck. Was soll das denn? Fuck, das war nix. Nachladen. Zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren.
So. Gleich. Zeitungsartikel. Warum hat sich Nils hier niedergelassen, wenn es doch so gefährlich ist? Selbst Drogenbosse machen sich doch um ihre Gesundheit Sorgen. Mit diesem angeblichen Chemieunfall stimmt irgendwas nicht. Zeitungsartikel Miami Post, Datum 21. April 2014, Schlagzeile, Senator, ehemaliges Freizeitparadies, weiterhin Gift, Kloake. Bildunterschrift, Senator Gerald Crimes oder Crimmins hält in Anwesenheit wichtiger Unterstützer eine Rede. Die Abkürzung kenne ich nicht. David McCarthy, Cameron Smith, Julian Davis, Patty Rollins, Autor der Springer. Was steht drin? Nils hatte Freunde im Senat von Florida. Okay, hier geht's doch noch weiter. Achso, nee, das sah nur so aus. So, den Hammer, dann 25 Meter diese Richtung. Schau dir den Alligator an. Irgendwie seltsam. Ah, der ist wahrscheinlich vollgepumpt mit Drogen. Nee, wie komme ich denn da hin? Warte mal, 5 Meter? Der Alligator. Alligator, Mississippi. Warte mal, wie heißt das? Mississippinesis. Keine Ahnung. Mit anderen Worten, der Mississippi-Alligator wird bis zu 5 Meter lang und bis zu 450 Kilo schwer. Boah. Das war kein Jäger. Da hat sich jemand mal richtig ausgetobt. Wer das getan hat, war ein Arschloch. Ja. Lass mich raten. Du magst Tiere lieber als Menschen. Ach, nee. Kommt ganz drauf an. 29, 25, das wäre dann hier hinten irgendwo, ne? Die Schuhe kenne ich doch. Ja, welche Schuhe? Hä, ja, warte. Das muss doch hier drin gewesen sein. 10 Meter? Die Schuhe kenne ich doch. Welche Schuhe? Ach, da. So. Verhörspuren gefunden. Hm, bei Verdrungszeit. So. Enthaltene Proben. Menschliches Blutgruppe A negativ. Menschliches Urin. Menschlicher Zahn. Bikuspital. Schuhe aus Tiger Python Leder. Python. Das ist wahrscheinlich der lateinische Name. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Bivitatus. Mir ist in letzter Zeit nur ein mit Schuhen aus dem Schlangenleder begegnet. Das Spiel ist ab 18, das ist ein Arschloch. So, und sein Name war Leo Ray. Das Blut, die Pisse und der Zahn dürften also wohl auch ihm gehören. Ihr hat sein Übel erwischt. Ja, vermutlich war es Leo. Okay, wir haben alle Beweismittel richtig. 3 von 3? Yes. Okay. Aber da hinten geht's noch weiter. Aber ich habe nicht mehr viel Schuss. Warte, ich muss mal Munition aufladen. Wo ist unser Schiff, unser Boot? Ach, das war da hinten. Ah, es gab auch einen trockenen Weg. Okay. Oder einen halbwegs trockenen Weg. So, lass mal kurz gucken. Wir können aber anscheinend eine neue Waffe nutzen. Ist das richtig? Oh. Das ist natürlich was anderes, gell? Und absolut präzise. Nehme ich mit. Und hier tausche ich dann das Ding aus. Gegen? Nee. Ich bleib beim Revolver. So.
sind Nels Leute. Sprich mit ihnen. Tommy antwortet nicht. Los! Hey. Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Okay, alles klar. Alles klar, wunderbar. Moment, kurz mal. War das jetzt automatisch gespeichert? Ja, na, gut. Ah. Da kommen wir nicht raus. Die Hände hoch! Hölle. Was soll das? Okay, okay! Schnappt ihn euch! Okay, okay! Ich hab den anderen im Visier. Sehr gut. Okay, okay. So, euch Hammer. Das lief relativ gut, fand ich sehr, sehr gut sogar. Sehr schön. Dann auf geht's. Das Stadion ist südlich von hier. Festhalten! Okay, wunderbar, Leute. Nels identifizieren, das ist unser nächster Auftrag, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Battlefield Hardline. Ciao, macht's es gut.